Ein riesiger Felsbrocken, quer über einer Straße und eine gigantische Schneise am Hang. Es ist ein echter Schockmoment. Die Überwachungskamera zeigt die dramatische Situation. Die Feuerwehr wird am Vormittag alarmiert. Einsatz nahe einem Skigebiet in Südtirol. Auch das Haus bei der Talstation wird nur um wenige Meter verfehlt. Die Straße wird sofort gesperrt. Der Straßendienst und die Polizei regeln die Räumung des Felsens. Bei dem Felsbrocken handelt es sich wohl um einen Findling, der durch Regen weiter oben am Berg unterspült worden ist und sich aus einem Teil der Skipiste gelöst hat. Dann rauscht er ins Tal. Zum Glück geht alles gut. Bis auf die Schäden in der Straße wird nichts zerstört. Und es wird niemand verletzt bei diesem Schockmoment in den Bergen.